Für die Linke bitte ich nun die Fraktionsvorsitzende Frau Kohler ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gestern wurde der lang ersehnte Landessozialbericht vorgestellt. Der Sozialminister hatte ja versprochen, dass der Bericht im Sommer kommen sollte. Jetzt ist er da, kurz bevor meine Kollegin Christiane Böhm Sie in dieser Woche in der Fragestunde fragen konnte, wie lange in Hessen eigentlich der Sommer so dauert. Aber nun gut, der Bericht liegt jetzt vor, und sommerlich wird einem beim Lesen sicherlich nicht zumute. Im Gegenteil. Die soziale Kälte in diesem reichen Bundesland verschlägt einem immer wieder den Atem. Seit zehn Jahren wächst die Armut in Hessen kontinuierlich an. Mittlerweile ist jede zweite Alleinerziehende und jedes vierte Kind in Hessen arm. Und hinter diesen anonymen Zahlen verbergen sich reale Menschen, Schicksale und Existenzen. Zum Beispiel Chatrinja, die auf Twitter unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen schreibt, ich zitiere, wenn du armutsbetroffen bist, bist du es an 365 Tagen. Es gibt keine Wochenenden oder Urlaub davon. Du versuchst es jeden Tag zu verbergen, gehst mit Herzklopfen und dem Taschenrechner im Kopf in den Discounter. Stress und Angst begleiten dich. Armut macht keine Pause. Meine Damen und Herren, Armut ist kein abstraktes Phänomen. Sie hat reale Gesichter und Namen, und sie steigt immer weiter und weiter. Und dass wir in Hessen eine beschämend hohe Armutsquote haben, die auch deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt, das wissen wir schon länger. Und jetzt kommen noch Inflation und Krise dazu. Viele Menschen, die am Rande der Armut leben, werden jetzt bei der Preisexplosion besonders belastet und drohen endgültig in Armut abzurutschen. Aber wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben in Hessen ein Umsetzungsproblem, meine Damen und Herren. Die Landesregierung weigert sich schlichtweg, Armut endlich den Kampf anzusagen. Und das setzt sich jetzt auch in diesem Haushalt und in Ihrem Hilfspaket, oder sollte ich besser sagen, Päckchen, fort. Die Aufgabe der Landesregierung in dieser sozialen Krise ist doch die Abfederung und die gerechte Verteilung der Krisenlasten. Und der von Ihnen vorgelegte Haushalt, der lässt an keiner Stelle erkennen, dass Millionen Menschen, viele soziale Träger und kleine Unternehmen vor dem Ruin stehen. Maßnahmen zur Abfederung der Krise tauchten bisher nicht auf, und das von Schwarz-Grün gemeinsam mit SPD und FDP vorgelegte Päckchen, das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein. Im September wurden Landeshilfen für den Winter angekündigt, und jetzt, drei Monate später, legen Sie das vor, was Sie seitdem in wie vielen Pressekonferenzen schon lang angekündigt haben. Was hat denn jetzt so lange gedauert, endlich dieses kleine Maßnahmenpaket auf den Weg zu bringen? Die Verhandlungen mit SPD und FDP, die können es ja nicht gewesen sein. Die haben ja scheinbar verzichtet, überhaupt Anforderungen an ein solches Paket zu stellen, wenn am Ende sowieso das dabei rauskommt, was die Landesregierung schon im September angekündigt hat. Und schauen wir es uns doch mal an. Erstmal mogeln Sie sich die Zahlen schön. Von über 3 Milliarden Euro war die Rede am Montag bei der Pressekonferenz. Aber ein Großteil davon sind doch lediglich Bürgschaften. Die konkreten Hilfen des Landes belaufen sich nur auf 200 Millionen. Und wenn man Darlehen der WIBank abzieht, dann sind wir nur noch bei rund 100 Millionen Euro. Und davon sind gerade einmal 30 Millionen für einen Härtefallfonds vorgesehen, der Menschen unterstützen soll, denen Energiesperren drohen. Nur mal zum Vergleich. Allein für Frankfurt, das auch einen eigenen Härtefallfonds auflegen will, sind 50 Millionen Euro im Gespräch. In Thüringen, das nur ein Drittel so viele Einwohner hat wie Hessen, stehen 60 Millionen Euro, also doppelt so viel, zur Verfügung. Und da bleibt doch eher der Eindruck, dass Menschen, die in Armut leben, nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der Landesregierung stehen, meine Damen und Herren. Und Gleiches gilt auch für soziale Träger, Kultureinrichtungen, Sportvereine und Bildungsinitiativen. Für die alle zusammen stehen nämlich auch gerade einmal 30 Millionen Euro zur Verfügung. Nur einmal zur Veranschaulichung. Wir haben über 7.000 Sportvereine in Hessen, die aktuell mit einer Verdreifachung der Energiekosten im nächsten Jahr rechnen. Und schon bei kleinen Vereinen sind das schnell bis zu 50.000 Euro. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nur ein Drittel der Vereine Unterstützungsbedarf hat, was sehr konservativ gerechnet wäre,
damit der Verein dann überleben kann. Dann wären wir schon bei einer Summe von rund 100 Millionen Euro. Da haben wir noch über kein Kino gesprochen, keinen Verein zur Hausaufgabenhilfe und keine Sozialverbände. Wir bleiben dabei, dieses Hilfspäckchen greift viel zu kurz und lässt viele auf der Strecke, meine Damen und Herren. Und springt das Land jetzt nicht ein, dann werden die Belastungen für die Hessinnen und Hessen immer weiter zunehmen. Kommunen und Einrichtungen werden die Gebührenschraube anziehen und der soziale Frieden wird weiter gefährdet. Ich weiß nicht, warum SPD und FDP hier so mitmachen. Für uns ist klar, die Lasten dieser Krise, die dürfen nicht auf dem Rücken der Schwächsten in der Gesellschaft ausgetragen werden. Als Linke haben wir eine Sozialgarantie in der Krise mit einem Programm in Höhe von 2 Millionen Euro gefordert, damit niemand im Winter frieren muss und die soziale Infrastruktur in Hessen geschützt wird. Und weil immer gesagt wird, das seien ja irgendwelche Zahlen aus dem Wolkenkuckucksheim, das ist nicht der Fall. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat selber in Hessen einen 2-stelligen Milliardenbetrag in der Krise eingefordert. Als besonders schützenswert muss man aber in Hessen auch bestimmte Teile der Gesundheitsversorgung einstufen. In Dillenburg musste jetzt eine Geburtsklinik schließen, in Melsungen steht sie kurz vor dem Aus. Die Hessische Krankenhausgesellschaft, die nicht gerade unter Verdacht steht, eine linke Vorfeldorganisation zu sein, befürchtet, dass die Energiekrise das Kliniksterben in Hessen weiter beschleunigen könnte. Jetzt könnte man ja meinen, der Sozialminister habe ja rund 1 Milliarde Euro für Krankenhausinvestitionen versprochen. Der Ministerpräsident hat es auch noch einmal angekündigt. Aber wenn man sich jetzt genau hinschaut, dann muss man feststellen, dass diese Milliarde in erster Linie nicht vom Land, sondern von den Kommunen kommen, meine Damen und Herren. Auch das ist nichts Neues bei dieser Landesregierung. Nur 10% der versprochenen Mittel sind tatsächlich originäre Landesmittel. Dezidierte Hilfen für Krankenhäuser in der Energiekrise findet man in Ihrem Hilfspaket obendrein noch vergeblich. Und das alles bei einem Bundesgesundheitsminister, der erst die Abschaffung der Fallpauschalen angekündigt hat, nur um sie jetzt lediglich minimal abzumildern. In Hessen brauchen wir nicht nur mehr Geld für Kliniken, sondern vor allen Dingen einen Plan, wie wir Gesundheitsversorgung flächendeckend für alle gewährleisten können. Aber auch davon will diese Landesregierung schlichtweg nichts wissen. Dazu bräuchte es nämlich endlich gute Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege. Und um diese umzusetzen, müsste man sich nämlich im Zweifel auch mit den großen Klinikkonzernen anlegen. Vor denen hat aber leider die Landesregierung scheinbar mehr Angst als vor schlechter werdender Gesundheitsversorgung in Hessen. Und anders ist es auch nicht zu erklären, dass die Wissenschaftsministerin Dorn sich von Asklepios und Rhön AG in Sachen Uniklinikum Gießen und Marburg hat am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen seitens des Landes gibt. Und das einzig privatisierte Uniklinikum in ganz Deutschland ist zum Spielball profitorientierter Konzerne geworden. Asklepios hat im Sommer den Zukunftsvertrag mit dem Land einseitig aufgekündigt. Jetzt musste neu verhandelt werden. Und dass es überhaupt zu einer Einigung kam, das ist erstmal gut für den Standort, die Patientinnen und Patienten, für die Beschäftigten. Denn die Rhön AG drohte schon mit der Zerschlagung des Klinikums und der Ausgliederung ganzer Bereiche. Das ist jetzt erstmal vom Tisch und das gibt ja erstmal Sicherheit. Ohne den Protest der Beschäftigten in den letzten Wochen wäre das sicherlich so nicht möglich gewesen. Deswegen nochmal Danke an die Beschäftigten, die sich doll eingebracht haben in diese Streiks und in diesen Protest am Uniklinikum, meine Damen und Herren. Aber das Problem, das liegt doch viel tiefer. Durch den Verkauf unseres Klinikums hat man sich erpressbar gemacht. Jetzt muss das Land für die neue Vereinbarung ganz schön tief in die Tasche greifen. Fast 500 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln sind vereinbart. Aber leider hat man es verpasst, diesen Erpressungsversuch von Asklepios und Rhön zu nutzen, um das UKGM in öffentliche Hand zu bringen oder es zumindest zu versuchen. Dafür wäre in diesem Jahr ein Fenster gewesen. Und das haben Sie selbst zugeschlagen. Und dafür müssen Sie auch die Verantwortung übernehmen. Wir haben als Linke gemeinsam mit Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein Gutachten vorgelegt, wie eine Vergesellschaftung des UKGMs möglich wäre. Und wir bleiben dabei. Für eine langfristig gute Gesundheitsversorgung und gute Arbeitsverhältnisse müssen wir das UKGM zurück in öffentliche Hand bringen. Und mit Angst im Nacken kommt man nicht weit. Als Linke sind wir auch weiterhin bereit, uns dafür mit den großen Klinikkonzernen anzulegen, meine Damen und Herren.
Frau Dorn scheinbar hingegen legt sich lieber mit den Studierenden in Hessen an. Für die sind nämlich so gut wie keine Hilfsmaßnahmen in der Krise geplant. Dabei waren es doch die Studierenden, die schon in der Corona-Krise zurückstecken mussten. Viele mussten ihr Studium abbrechen oder denken aktuell darüber nach, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Die soziale Lage der Studierenden ist dramatisch. Studierendenwerke und Studierendenvertretungen schlagen Alarm. Mittlerweile sind 30% der Studierenden von Armut betroffen, bei alleinstehenden Studierenden sogar fast 80%. Und zu den explodierenden Mietpreisen kommen jetzt noch gestiegene Lebenshaltungskosten und auch die eigentlich sozial verträglichen Mensapreise ziehen ordentlich an. Und jetzt stellt die Landesregierung gerade einmal 5 Millionen Euro für die Studierendenwerke zur Verfügung, die ja aber auch die Wohnheime betreiben und dort ebenfalls mit gestiegenen Kosten konfrontiert sind, da viele Gebäude eben nicht energetisch instand gesetzt wurden. Dafür braucht es jetzt endlich ein Landesprogramm. Und außerdem muss endlich ein Turbo beim Ausbau der Wohnheimplätze eingelegt werden. Das Ziel muss doch sein, für 20% der Studierenden endlich einen Wohnheimplatz zur Verfügung stellen zu können, meine Damen und Herren. Es braucht jetzt aber auch eine direkte Unterstützung für Studierende. Wir haben ja auch einen Vorschlag gemacht. Wir wollen als Linke den Studierenden den Verwaltungskostenbeitrag für das Winter- und Sommersemester erstatten und das 9-Euro-Ticket für Sie und weitere Gruppen weiterführen. Das wäre ein echter Beitrag, um die soziale Lage der Studierenden zu verbessern. Aber leider kommt da nichts von der Landesregierung. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn Studierende und Beschäftigte streiken und sich wehren. Denn es darf nicht noch eine weitere Krise auf dem Rücken unserer Bildungseinrichtungen ausgetragen werden, meine Damen und Herren. Aber schon vor Krieg und Krise waren die Preise hoch. Besonders die Mietpreise machen Menschen seit Jahren das Leben schwer. Nur in München ist es teurer zu wohnen als in Frankfurt. Und auch Darmstadt, Wiesbaden und zunehmend auch Offenbach sind für viele Normalverdiener kaum noch erschwinglich. Die hessischen Haushalte, die zur Miete wohnen, haben im Jahr 2018 im Schnitt 28,2% ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgegeben. Bei Menschen mit geringem Einkommen waren es rund 38%, Tendenz steigend. Die Mieten steigen schneller als die Löhne, und angesichts der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten ist es kaum verwunderlich, dass wieder mehr junge Familien aus den Städten aufs Land ziehen. Aber auch in unseren Mittelzentren ist die Mietpreisexplosion schon angekommen. Und schon vor der aktuellen Krise waren Mietenwahnsinn und Wohnungsnot für viele Menschen ein echtes Desaster. Horrende Mieten, Verdrängung durch Luxussanierung und Modernisierung, kaum bezahlbarer Wohnraum trotz leerstehender Häuser, endlose Wartelisten für Sozialwohnungen und Wohnheimplätze für Studierende, eine landeseigene Wohnungsgesellschaft, die weiter Mieten erhöht und Wohnungen verkauft, und eine Landesregierung, die viel zu wenig unternimmt, um Mietenwahnsinn und Wohnungsnot wirksam zu bekämpfen. Das, meine Damen und Herren, war die Situation vor der aktuellen Krise. Und jetzt kommen eben die Energie- und Nebenkostenpreise noch dazu. Der Härtefallfonds, den Sie eingerichtet haben, mit nur 30 Millionen Euro für Haushalte, die von Energiesperren bedroht sind, wird diese Belastung flächendeckend nicht abfedern können. Immerhin haben Sie sich durchringen können, ein Kündigungsmoratorium für Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft umzusetzen und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften aufzufordern, dasselbe zu tun. Aber Sie könnten ebenso einen Mietenstopp für die nassauische Heimstätte verhängen und dort in Zukunft auf die Veräußerung von Wohnungen zu verzichten, um bezahlbaren Wohnraum auch in der Fläche in Hessen weiterhin anbieten zu können. Die meisten Menschen, die wohnen aber in privaten Mietwohnungen, und auch sie brauchen Schutz vor Kündigung und Zwangsräumung. Da muss auch endlich die Bundesregierung aus dem Quark kommen, und die Landesregierung sollte sich dafür auch auf Bundesebene einsetzen. Ein Grund, warum bezahlbarer Wohnraum in Hessen knapp ist, ist die geringe Anzahl an Sozialwohnungen. Die ist nämlich mitten in der Krise auf einem historischen Tiefstand. Noch nie gab es so wenige Wohnungen mit sozialer Bindung in Hessen. Und das geht eindeutig zulasten der Menschen mit geringem Einkommen. Und dafür trägt der grüne Wohnungsbauminister die Verantwortung. Und auch jetzt sind weniger Neubauten geplant als im Vorjahr. Und wenn der Minister dann vollmundig von einer Trendwende spricht, wenn der Rückgang an Sozialwohnungen auf einem historischen Tiefstand stagniert, dann ist das nichts anderes als Augenwischerei. 46.000 Menschen stehen aktuell auf Wartelisten für eine Sozialwohnung in Hessen. Als Linke fordern wir schon lange, 10.000 Sozialwohnungen im Jahr zu schaffen, um die Zerfleischung auf dem Wohnungsmarkt, die Mieter tagtäglich erleben, zu beenden. Und um den Trend wirklich mal umzukehren, da müssten wir umsetzen, dass die Sozialbindungen nicht mehr auslaufen,
einmal sozial gebunden, immer sozial gebunden. Das wäre ein echter Paradigmenwechsel im Sinne der Mieterinnen und Mieter, meine Damen und Herren. Es bleibt dabei, wohnungspolitisch ist diese Landesregierung auch in der Krise ein Totalausfall. Viele Menschen im Rhein-Main-Gebiet, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, Pflegekräfte, Busfahrerinnen und Busfahrer, die können so gut wie keine auskömmliche Wohnung in der Stadt finden, in der sie arbeiten. Wir verdrängen diejenigen, die wir brauchen, damit die Stadt funktioniert, raus an den Rand oder ins Umland. Aber wer sich mittlerweile ebenfalls kaum noch eine auskömmliche Wohnung leisten kann, sind Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, zumindest wenn sie allein die Wohnung bezahlen müssen. Die werden in Hessen nämlich weiterhin schlechter bezahlt als die Kolleginnen und Kollegen anderer Schulformen. Und damit hat Hessen mittlerweile wirklich fast ein Alleinstellungsmerkmal. Neben Hessen weigern sich nur noch Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt, die Kolleginnen und Kollegen an Grundschulen gleichzustellen. NRW, Niedersachsen, aber auch Bayern haben sich jetzt auf den Weg gemacht für A13 für alle. Nur in Hessen weigert sich der Kultusminister, die Lehrkräfte gerade im Grundschulbereich mit A13 zu bezahlen. Und das bei dem Lehrkräftemangel, das ist wirklich unverständlich. Und da muss endlich die Landesregierung handeln, meine Damen und Herren. Weil dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Studienabgänger sich in anderen Bundesländern bewerben und sich der Lehrkräftemangel weiter verschärft. Und das geht dann wieder auf Lasten der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon an den Grundschulen in Hessen arbeiten. Wir brauchen endlich eine Aufwertung des Grundschullehramts mit einer Bezahlung nach A13, aber auch besseren Arbeitsbedingungen. Hessen hat nämlich die höchste Pflichtstundenzahl aller Bundesländer im Grundschulbereich. Viele Grundschulen sind auch baulich in einem schlechten Zustand. Wie groß der Sanierungsstau eigentlich an hessischen Schulen ist, das wissen wir aber nicht, weil die Landesregierung sich schlichtweg weigert, ihn zu erheben. Dann käme nämlich ein ziemlich erschreckendes Bild zutage, das man lieber nicht sehen will, und der Kultusminister könnte sich dann auch nicht mehr wegducken. Die GEW hat den Sanierungsstau an hessischen Schulen auf rund 5 Milliarden Euro geschätzt. Nun ist Schulbau Schulträgersache, aber wir müssen feststellen, dass der Zustand der Schulen in Hessen in der Fläche sehr variiert und viele Schulträger schlichtweg finanziell nicht in der Lage sind, ihre Schulen adäquat zu sanieren und auszubauen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass mit dem Rechtsanspruch auf einen Ganztag im Grundschulbereich Mensen und Aufenthaltsräume geschaffen werden müssen. Und das kommt ja dann noch obendrauf auf den Sanierungsstau. Im Koalitionsvertrag, so viel zum Thema eingehaltene Versprechen, Herr Wagner, im Koalitionsvertrag hat Schwarz-Grün ja auch ein weiteres Investitionsprogramm für Schulen versprochen. Und jetzt, ein Jahr vor der Landtagswahl, müssen wir feststellen, Versprechen gebrochen, meine Damen und Herren. Als Linke haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem an der Schuldenbremse vorbei das Land den Kommunen 2 Milliarden Euro für den Schulbau zur Verfügung stellen kann. Und entgegen aller parlamentarischen Gepflogenheiten haben CDU und Grüne uns eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf verweigert. Wahrscheinlich, weil sie genau wissen, welche Rückmeldungen sie beim Thema Sanierungsstau in einer Anhörung zu hören bekommen würden. Insgesamt ist die Bilanz dieses Kultusministers verheerend. Die größten Probleme im Bildungsbereich werden entweder gar nicht bearbeitet oder auf die lange Bank geschoben. Lehrkräftemangel und der Ausbau des Ganztags an Grundschulen sind da Paradebeispiele. Sie feiern sich jetzt wirklich für 4.000 neue Stellen im Haushalt für die Schulen. Aber das ist doch pure Augenwischerei. Stellen unterrichten keine Kinder, meine Damen und Herren. Lehrkräfte unterrichten Kinder, und die gibt es aktuell viel zu wenige. Und wir müssen endlich etwas tun gegen diesen Mangel. Also schmücken Sie sich nicht mit Stellen, die Sie sowieso nicht besetzen können, meine Damen und Herren. Sie schieben immer wieder die Verantwortung nach unten ab und lehnen sich zurück. Ja, bei diesem Kultusminister könnte man sich wirklich mal fragen, was er eigentlich beruflich macht. Vielleicht sollte er sich mal ein Praktikum an einer Grundschule machen, damit er einen Eindruck hat, welche Auswirkungen seine Politik vor Ort ganz konkret hat. Dann könnte er auch mitbekommen, wie ungerecht die willkürliche Kilometergrenze bei der Erstattung des Schülertickets ist. Immer noch bekommen Schülerinnen und Schüler, die weniger als 2 bzw. 3 Kilometer von der Schule entfernt leben, das Schülerticket nicht erstattet. Das ist eine willkürliche Entscheidung und eine Belastung für die entsprechenden Familien. Als Linke wollen wir das Schülerticket für alle kostenfrei zur Verfügung stellen und die Kommunen entsprechend finanziell unterstützen. Aber nicht nur die
Nicht nur die Ausgestaltung des Schülertickets ist höchst ungerecht. Auch beim Nachfolgeticket zum 9-Euro-Ticket hat man schlicht und ergreifend wieder die Menschen, die in Armut leben oder ein geringes Einkommen haben, vergessen. Das beschlossene 49-Euro-Ticket ist sicher ein Fortschritt zum Tarifdschungel im öffentlichen Nahverkehr. Aber auch 49 Euro im Monat sind für Menschen mit geringem Einkommen schlichtweg zu viel. Im Hartz-IV-Satz sind im Jahr 2022 gerade einmal 40 Euro für Mobilität insgesamt enthalten. Und auch erwerbstätige Menschen mit geringem Einkommen können 49 Euro im Monat oftmals nicht aufbringen. Nehmen wir mal Busfahrerinnen und Busfahrer zum Beispiel. Die müssen in Hessen oft zum Amt aufstocken, weil sie von ihrem Lohn nicht leben können. Und diejenigen, die dann die Fahrgastzahlen des 49-Euro-Tickets befördern müssen, die können es sich also häufig selbst nicht leisten. Das ist doch wirklich höchst ungerecht, meine Damen und Herren. Um allen Menschen Mobilität garantieren zu können, haben wir als Linke deswegen die Fortführung des 9-Euro-Tickets vorgeschlagen. Denn wir haben doch alle gemerkt, was passiert ist, als das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. Die Busse und Züge waren voll. Na klar, weil jetzt auch diejenigen, die bisher in ihrer Mobilität sehr eingeschränkt waren, auch am ÖPNV teilhaben konnten. Wenn jetzt gegen die Fortführung des 9-Euro-Tickets ins Feld geführt wird, dass dafür ja die Kapazitäten fehlen würden, dann macht es ja eigentlich nur deutlich, wie der ÖPNV gerade im Bahnverkehr ausgelegt ist, nämlich darauf, dass die Menschen mit geringem Einkommen ihn nicht nutzen. Und das halten wir für grundfalsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Das 9-Euro-Ticket hat nur bewiesen, wie sehr der Schienenverkehr auf Verschleiß gefahren wurde und wie sehr Investitionen und Ausbau verschleppt wurden, meine Damen und Herren. Und als Linke denken wir Mobilität für alle und Ausbau des ÖPNVs zusammen. Damit aber jetzt die Menschen mit geringem Einkommen beim 49-Euro-Ticket nicht hinten runterfallen, fordern wir als Linke ein Sozialticket. Für 9 Euro im Monat wollen wir Menschen mit geringem Einkommen, Rentnern sowie Schülerinnen und Schülern und Studierenden das bundesweite Ticket anbieten. Und der Verkehrsminister hat sich selbst für ein solches Modell ausgesprochen. Jetzt muss er es auch umsetzen, meine Damen und Herren. Und das wäre auch ein guter Schritt in Richtung Nulltarif im ÖPNV. Und dieser wäre ein entscheidender Schritt für den sozial-ökologischen Umbau in Hessen. Gut für Mensch und Umwelt. Aber Umwelt und Klimaschutz sind für diese schwarz-grüne Landesregierung leider oft nur noch ein Feigenblatt. Auf Grün stehen in Hessen nur noch die Straßenampeln. Nach 9 Jahren grüner Regierungsbeteiligung und grüner Zuständigkeit im Verkehrsministerium gibt es so viel Autoverkehr wie nie zuvor in Hessen. Gleichzeitig wurden seit 2012 gerade einmal 4 Kilometer neue Eisenbahnstrecke gebaut. Und das ist die Bilanz von Tarek Al-Wazir, meine Damen und Herren. Und im Umweltministerium sieht es nicht viel besser aus. Jetzt schmückt man sich mit Haushaltssummen fürs Aufforsten von Wäldern, hat sich aber nicht gegen die Rodung des Dannenröder Waldes für den Weiterbau der A49 oder jetzt gegen die Rodung des Fechenheimer Waldes für den Weiterbau der A66 gewehrt. Fast alle Maßnahmen zum Klimaschutz in Hessen im Haushalt stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Meine Damen und Herren, der Klimawandel steht aber leider nicht unter Finanzierungsvorbehalt. Der ist im vollen Gange und wird sicherlich nicht durch das Greenwashing der Landesregierung gebremst, meine Damen und Herren. Statt endlich etwas für den sozial-ökologischen Umbau zu tun, will die Landesregierung sogar junge Menschen, die auf die Klimakrise aufmerksam machen, kriminalisieren und droht ihnen mit Präventivhaft. Und das ist absolut inakzeptabel und unverhältnismäßig und wird eher dazu führen, dass viele Klimaaktivisten sich erst recht mit Aktionen des zivilen Ungehorsams Gehör verschaffen wollen. Man kann ja von einzelnen Aktionsformen halten, was man will. Aber ziviler Ungehorsam ist etwas anderes als Gewalt. Und statt die Aktivisten zu kriminalisieren, muss endlich die Klimakrise ernst genommen werden, auch in Hessen, meine Damen und Herren. Und leider haben die Grünen ihrem Innenminister Beuth auch in dieser Frage überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und die Folgen der Klimakrise spüren wir in Deutschland und Hessen schon längst. Waldsterben, Trockenheit und Extremwetterereignisse stellen uns vor immense Herausforderungen. Noch härter trifft der Klimawandel aber viele Menschen im globalen Süden.
Bis 2050 könnte es laut der Deutschen Welthungerhilfe bis zu 140 Millionen Klimaflüchtlinge auf der Welt geben. Dazu kommen Kriege, Armut und Unterdrückung, die dazu führen, dass immer mehr Menschen auf der Flucht sind. Und die kommen dann eben auch an den europäischen Außengrenzen und in Hessen an. In dem Versuch, die Augen vor der grausamen Realität in manchen Teilen der Welt zu verschließen, blieben die Vorhersagen der Landesregierung, was die Zuzugszahlen von Schutzsuchenden nach Hessen anging, in den letzten Jahren abenteuerlich falsch. Man hat offensichtlich gehofft, die Zäune und Pushbacks an den Außengrenzen würden dafür sorgen, dass deutlich weniger Menschen es nach Deutschland und Hessen schaffen. So wurden in den Landkreisen in den vergangenen Jahren viele Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen, die Immobilien anderweitig vermietet, die Förderung der Landesregierung zusammengekürzt. Und mit der Ankunft von knapp 80.000 ukrainischen Geflüchteten und einer wieder steigenden Zahl Asylsuchender aus anderen Teilen der Welt stehen die Landkreise nun vor einer enormen Herausforderung, menschenwürdigen Wohnraum für diese Menschen zu finden. Dies gestaltet sich so schwierig, dass vielerorts nun leider wieder Zelt- und Containerstädte entstehen. Bei den aktuellen Energiepreisen kostet das ein halbes Vermögen, diese zu heizen. Der Vogelsbergkreis etwa spricht von mehreren Millionen. Und die Landesregierung will aber von den Beschwerden der Landkreise und Städte nichts wissen und bei den Pauschalen nicht nachverhandeln. Und auch in dem Hilfspaket der Landesregierung lässt sich dazu nichts finden. Und das ist wirklich brandgefährlich und spielt den rechten Hetzern in die Hände, die Schutzsuchende nur allzu gern gegen arme Menschen, die schon länger hier leben, ausspielen, meine Damen und Herren. Die Kommunen müssen bei der Aufnahme der Schutzsuchenden besser durch das Land unterstützt werden. Gleiches gilt aber auch bei den zunehmend überforderten Ausländerbehörden der Kommunen. Aber nicht nur die kommunalen Behörden sind zunehmend überfordert. Auch das Regierungspräsidium Darmstadt macht vor allem beim Thema Einbürgerung immer wieder Negativschlagzeilen. Auf der Internetseite der größten Einbürgerungsbehörde Deutschlands werden Einbürgerungswillige seit nunmehr 2 Jahren darüber informiert, dass es mindestens 12 Monate dauert, bis mit der Antragsbearbeitung begonnen wird. Die Abteilung ist also mit ihrer Arbeit ein ganzes Jahr hinterher, unter anderem, weil gut die Hälfte der dort Beschäftigten für pandemiebedingte Sonderaufgaben abgezogen wurde. So wichtig kann der Landesregierung das Thema also nicht sein. Es sind sage und schreibe 3 neue Stellen in diesem Bereich im Haushalt vorgesehen. Und ist es denn verwunderlich? Die Haltung der CDU zum Thema Einbürgerung ist in den vergangenen Wochen doch bundesweit hinlänglich klar geworden. Sie schüren Ressentiments und Vorurteile gegen Menschen, die hier leben, arbeiten und sich vielfach ehrenamtlich engagieren. Und auch hier in Hessen bleibt sich die CDU treu und tut alles dafür, Einbürgerungen am Regierungspräsidium Darmstadt zu verschleppen und zu erschweren. Und von den Grünen gibt es dazu mal wieder keinerlei Kritik oder Initiative, daran etwas zu verändern. Als Linke werden wir diese Zustände so lange anprangern, wie sie existieren, meine Damen und Herren. Insgesamt ist dieser Haushalt eine Fortführung des immer weiter so von Schwarz-Grün und ist in der zweiten tiefen Krise in Folge schon lange nicht mehr genug. CDU und Grünen ist vor allen Dingen wichtig, die Schuldenbremse einzuhalten. Notwendige sozial- und ökologische Projekte müssen sich dahinter einordnen. Und so bleibt von viel heißer Luft nur noch wenig Substanz über. Die Schere zwischen Arm und Reich wird in der Krise noch weiter auseinandergehen und der Klimawandel sich immer weiter zuspitzen. Dass die schwarz-grüne Landesregierung jetzt auch noch gemeinsam mit anderen unionsgeführten Bundesländern die Übergewinnsteuer im Bundesrat attackiert, das zeigt ein weiteres Mal, für wen sie eigentlich Politik machen, meine Damen und Herren. Eine Übergewinnsteuer ist dringend notwendig. Die 40 DAX-Konzerne werden im kommenden Frühjahr vermutlich knapp 54 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen, so viel wie noch nie. Und auch die Gewinne der Mineralölkonzerne sprudeln. Und als Linke wird uns ja immer vorgeworfen, wir hätten gar keine Finanzierungsvorschläge. Aber es ist ja genau andersrum. Sie wollen die Schuldenbremse nicht aussetzen und wehren sich gegen Vermögens- oder Übergewinnsteuer. Ja, wer soll denn diese Krisenlasten eigentlich tragen? Die Antwort, die bleiben Sie schuldig, weil Sie nämlich keine haben. Die Kassiererin, die Erzieherin oder der Gärtner, die können diese Last nicht tragen. Durch Ihre Politik wird es Ihnen aber abverlangt. Das gefährdet den sowieso angeschlagenen sozialen Frieden und fördert Politikverdrossenheit. Wir als Linke sind klar und geben Antworten. Wir wollen die Schuldenbremse aussetzen und Vermögende endlich zur Kasse bitten, um die Krisen zu bewältigen und Wirtschaft und Gesellschaft sozial und ökologisch umzubauen. Ein Weiter-so mit Schwarz-Grün hingegen
kann sich weder die Mehrheit der Menschen in Hessen noch das Klima leisten. Und ja, Herr Boddenberg, es tut mir leid, dass wir es immer wieder sagen müssen. Und wenn es Sie nervt, aber dann ändern Sie endlich Ihre Politik. Dann hören wir auch auf, rumzunerven. Ja.